Herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Motorsports, zu diesem neuen Video. Es geht um den brandneuen Mercedes EQE. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe extrem lange auf dieses Auto gewartet, bin extrem gespannt, was er kann. Denn wir alle wissen ja, EQS ist ein richtiges Monsterauto. Riesengroß, riesenlang, mega luxuriös. Der EQE ist so ein bisschen normaler, ein bisschen erreichbarer. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was das Auto kann. Ultra sexy sieht er schon mal aus, mega coole Lackierung. Oliver Röcker, du bist der Chefingenieur. Hi. Und du wirst mir, hi Morgan, du wirst mir ein bisschen zur Seite stehen und mir vor allen Dingen das Auto komplett durcherklären. EQE, Olli. Ja. Die Business-Limousine stellt sich natürlich als allererstes die Frage der Reichweite. Ja, beim EQE haben wir da auch ein spezielles Augenmerk drauf gelegt, weil das ja heute in der Elektromobilität für viele Menschen auch noch ein Thema ist. Ja, wie weit komme ich? Und wir haben auch beim EQE es geschafft, bis zu 660 Kilometer weit zu kommen, obwohl eine kleinere Batterie verbaut ist, wie beispielsweise beim EQS. Im EQE haben wir 90 Kilowattstunden grob verbaut, aber das Fahrzeug ist einfach sehr, sehr effizient gemacht. Wir wollten über das Design reden. Gerne. Ne? Erzähl doch mal ein bisschen. Ich finde den vorne extrem neu, extrem anders und schon flashig so. Ne? Das ist schon ein sehr mutiges Design, finde ich. Ja. EQS war schon geil, ehrlich gesagt, aber der geht noch mal einen Schritt weiter so gefühlt. Ja. Also beim EQE sind wir nochmal den Schritt gegangen, dass wir die Haube ein bisschen tiefer haben. Wir haben nicht dieses Leuchtband drin, das man vom EQS auch kennt, aber auch hier wieder dieses Star-Pattern als Sonderausstattung mit diesen Mercedes-Sternen. Das ist einfach nur mega. Das einfach auch ein bisschen Luxus mitbringt und es ist natürlich ein bisschen dynamischer nochmal gestaltet beim EQE, was die ganze Scheinwerferanordnung und so weiter angeht. Können wir einmal Licht anmachen, dass wir da so ein bisschen mal diese Zeichnung sehen? Ah, jetzt. Boah, Junge, das ist aber böse. Das sieht richtig böse aus. Ich habe dieses untere Ding gar nicht gesehen. Ja. Ich habe nur den hier oben gesehen, weil der immer mit dem Blinker geblinkt hat. Und der hier, richtig böse zusammengekniffene Augen. Ja. Also jetzt nicht kindisch oder sowas, aber Auftritt, ne? Genau. Ich komme jetzt. Wir haben hier die Edition One, die sehr, sehr geil lackiert ist. Diesen Bogen hier kennen wir auch schon vom EQS. Und dann haben wir einen sehr kurzen Überhang gepaart mit einem sehr kurzen Heck. Ja. Finde ich schon auffällig kurz. Ja. Was hat es damit auf sich? Warum ist das so? Es tut dem Auto von der ganzen Proportion her sehr, sehr gut, weil wir sehr sportlichen Charakter dadurch kreieren konnten und trotzdem ein sehr langes Greenhouse haben, was dem Innenraum einfach zugutekommt. Greenhouse ist das, wo man drin sitzen kann quasi, ne? Genau. Das ist Greenhouse quasi alles, ist von wo man hier bis da. Das Glas sieht, genau. Ja. Auch das ganz typisch. Wir haben eine sehr flache Scheibe, einen sehr weit vorne liegenden Scheibenwurzelpunkt, wie wir das nennen. Das ist der hier, genau, dort wo die Scheibe quasi endet, die Frontscheibe endet. Ah, okay. Und damit können wir eben diesen sehr aerodynamisch getriebenen Bau machen. Das macht das Fahrzeug eben besonders effizient. Und hier hinten am Heck haben wir eben auch... Wie viel hat er? 0, der wird bei 0,22 liegen. Okay. Der ist nicht ganz so gut wie der EQS, was einfach daran liegt, dass ein kürzerer Überhang a priori schwerer in den Griff zu kriegen ist, was das Thema Aerodynamik angeht. Länge läuft, sagt man immer in der Aerodynamik. Das heißt, je kürzer der Überhang ist, desto schwerer wird es. Insofern weil das reißt hier quasi zu schnell ab. Genau. Man sieht es auch, wir machen hier sehr viel Aufwand, um die Luft quasi abreißen zu lassen, hinten mit diesem feststehenden Spoiler. Auch hier in den Leuchten sieht man, dass so Abrisskanten eingebracht sind und die pflanzen sich auch hier nach unten in den Stoßfänger fort. Das heißt, wir möchten die Luft möglichst schnell abreißen lassen hinten, um eben besonders aerodynamisch zu sein. Leuchtengrafik sieht auch mega sexy aus hinten. Finde ich sehr schön gelungen. Komplett durchgehend hier das Band. Aber hier unten diese Finnen, ne? Dieser angedeutete Diffusor. Hat das einen Sinn? Hat das
eine Funktion oder ist es einfach nur, weil es geil aussieht? Also aus dem Blickwinkel, wo wir es jetzt sehen, das ist natürlich stark optisch getrieben, aber am Ende hat dieses ganze Element hier hinten einen sehr großen Einfluss auf die Aerodynamik, weil wir eben einen ganz, ganz glatten Unterboden haben und hier hinten das Fahrzeug künstlich unten verlängern, sozusagen in der Strömung, und dann versuchen, sauber abzureißen. Es ist ganz glatt unten, der gesamte Unterboden. Ja, das ist schon wirklich auffällig, ne? Da wird mittlerweile einfach so viel Arbeit reingesteckt, auch ne, in die Aerodynamik. Die ganzen Federlenker, die du siehst, im Prinzip von den Achsen, die haben alle auch nochmal Verkleidungsteile drunter. Ja. Dass wir wie quasi, so kleine Spoiler unten richtig, dran. Genau. Das macht extrem viel aus. Ich will fahren. Ich habe wirklich Bock zu fahren, ne? Weil das ist halt, ne, S-Klasse, EQS, ist halt groß, gemütlich, Luxus ohne Ende. Mhm. Und das wird sicher noch mehr Richtung Sportlichkeit gehen, was der EQS auch schon hatte, weil durch die Batterien im Unterboden haben die halt einen mega guten Schwerpunkt und machen halt Bock zu fahren. Ja. Und ich bin sehr gespannt, wie der das macht, weil er schon kleiner und leichter ist, ne? Genau, wir schauen noch mal ein bisschen knackiger abgestimmt. Ja. Ihm hilft natürlich der etwas kürzere Radstand, auch das macht ihn aerodynamischer. Wo wir aber immer weiterhelfen sozusagen, das ist durch den Einsatz der Hinterachslenkung. Wir haben hier eine Hinterachslenkung, die 4,5 Grad lenken kann in diesem Fahrzeug. Da hast du aber so leicht das Gefühl, dass du am Driften bist im Parkhaus. Genau. Wenn der so richtig krass einschlägt, ne? 10 Grad? Es gibt bis zu 10 Grad. Dieses Fahrzeug hat 4,5 Grad. Das liegt daran, dass hinten eine Mischbereifung verbaut ist. Wir haben jetzt hinten einen 285er Reifen drauf, 21 Zoll Felge. Da können wir den Einschlag nur bis 4,5 Grad machen. Okay. Geh du einmal bitte vorne rein. Ja, gerne. Dann stellst du dir einen Sitz so ein, wie es sein muss. Und ich gehe hinten rein, wir gucken, wie viel Platz ist. Also, dein Sitz ist so eingestellt, wie er sein muss. Ja. Boah, was war das denn für ein Sound? Das ist Seuit. Hier kannst du dich richtig drin rumlunzen in dem Auto. Das ist echt krass. Und dieses All White Everything. Und hier oben mit dem blauen Oberhemd, das finde ich auch ganz gut. Matching. Das ist aber wirklich, habt ihr ganz schön gemacht. Die Edition One sieht immer so aus, Oliver. Ja, genau. Ja? Die sieht so aus. Eben passend zu deinem Hemd. Ich gucke ja immer ganz gerne unten rein, ne? Und diese Fußmatte hier, die ist richtig aufwendig. Mhm. Das ist eben die spezifische Edition One Fußmatte. Alter Schwede, zwei Farben. Matching hier zu dem da oben. Holzpanel. Das ist jetzt nicht diese Hyperscreen, sondern die Normalausstattung. Richtig. Auch die Normalausstattung kommt in der Mitte in der Head Unit mit einem Display mit 12,3 Zoll Bildschirmdiagonale. Boah, Alter, das Navi sieht einfach so krass aus. Der EQS war auch unten weiß, oben blau, ne? Das ist genau meine Farbkombi, ne? Und dann noch mit diesem Pink hier, habe ich mir vorhin extra eingestellt, bevor wir angefangen haben. Das ist einfach, das ist mein Ding. Ich mag das sehr, sehr gerne. Ich würde allerdings das Fahrpedal und das Bremspedal auch noch in weiß machen wollen, wenn das geht. Geht das? Ich nehme es mal mit. Was können wir hier alles machen? Lass uns einmal so ein bisschen zeigen, was das Ding kann. Also die Grundphilosophie hinter unserem System ist, dass wir natürlich onboard ein sehr performantes Navigationssystem haben und viele Telematikfunktionen drin, bis hin zu Medienplayern, aber eben auch die Vernetzung in die Cloud haben. Was wir jetzt hier zum Beispiel vom Bildschirm gerade sehen, sind Ladesäulen, die hier angezeigt werden. Wenn ich jetzt quasi sage, okay, ich will das von hier aus Frankfurt, München fahren, plant der dann die Route komplett mit Superchargern sozusagen? Also dass er sagt, okay, ich will nur über 100 kW laden? Genau, wenn wir jetzt ein Ziel eingeben würden, wir haben den sogenannten Reichweitenassistenten. Mhm. Dort können wir sagen, ob bei der Routenplanung Ladestopps eingeplant werden sollen. Ja, bitte. Ich kann sogar ihm sagen, pass auf, ich möchte jetzt mit dem gewissen Ladezustand am Ziel ankommen. Ich entlade jetzt mal. Wir werden jetzt Gas geben. Wir werden ein bisschen Fahrdynamik machen. Haben eine schöne Strecke ausgesucht. Vielen Dank für deine Expertise. Sehr gerne, Matthias. Und ich sag mal so, einen schönen Termin wünsche ich dir. Gute Fahrt, Wir haben jetzt einen Fahrtermin. Ich schmeiß dich jetzt einfach mal eiskalt raus. Bringst wieder heil zurück, ja. Mach ich. Danke dir. Ciao. Klasse EQE ist die Business-Limousine. Das Ding muss einfach liefern. Aber die Frage ist, in welcher Ausprägung tut er das? Macht das Spaß? Macht das Laune? Ist das ein bisschen zu sehr die Krawatte hochgezogen? Oder ist das auch entspannt? Und genau das werden wir jetzt rausfinden auf dem Weg in den Taunus. Da gibt es nämlich Kurven. Also der Komfort ist 100% Business.
du siehst ja die anderen Autos so fahren, ne? Du siehst, wie die mal so runtergehen und du siehst dann immer nur, wie ich und dann die Allradlenkung. Wenn du hier mal so in die Kurve gehst, da fahren wir hin. Da ist der Feldberg da oben. Das ist der Feldberg. Da fahren wir jetzt hin. So machen wir das. Boah. Jetzt gucken wir mal, ob wir das jetzt auf die Schnelle finden. Einstellungen, Fahrzeug. Einmal spielen wir jetzt noch durch die Sounds. Also Roaring. Jetzt kommt Vivid. Oh. Also, das ist schön komponiert. Keine Frage. Silver Waves. Das ist mein Ding. Silver Waves. Das ist genau mein Ding. So, jetzt ist hier freie Fahrt erlaubt. Also 100, 110, 120, 130, 140, 150. Alter, das Ding 160, 70, 170 schon. Wow, krass. Querfugen auf der Autobahn normalerweise. Bam, bam. Dui, dui. Extremer Komfort. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Und wir sind im Sportbereich. Wir sind auf S, wir sind noch nicht mal auf Komfort. Also, reicht das? Reichen 292 PS für ein Auto, was natürlich mit seinen Batterien relativ schwer ist? Die Antwort ist ja, das reicht. So, und jetzt fahren wir hier mal 180. Und es ist nichts an Geräusch am Start, was irgendwie stört. Das ist wirklich heftig gemacht. Das Auto bewegt sich sowas von gediegen, das ist nicht mehr normal. Du gehst ans Gas. Und das ist wirklich wie so eine Yacht, die sich so aus dem Wasser raushebt, so beim Beschleunigen. Und dann kommt die dann irgendwann ins Gleiten, ne? Das ist schon extrem schön. Wie leise kann das denn in so einem Auto sein? Ich genieße das gerade total. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in einem Auto gesessen habe und so lange nichts gesagt habe. Ja, ich kann meinen Mund nicht halten. Ist so. Aber es ist wirklich, du sitzt hier drin und denkst dir so, ah, auch mit diesem Holz. Ich finde das auch cool. Ich finde dieses Hyperscreen mega, ne? Aber ich finde es auch ohne cool. Ich meine, das hier ist auch S-Klasse, ne? Also ich meine, das ist ein ultra krasser Screen. Ich finde wirklich vom Komfort her, kommt das an der S-Klasse schon fast ran. Es ist sportlicher, es ist natürlich wendiger, es ist ein bisschen knackiger und so, aber der Komfort ist trotzdem immer noch da, extrem gut. Gerade über dieses Kopfsteinpflaster-Ding, da spürst du gar nichts. Also die Allradlenkung bringt hier so viel auf dieser kurvigen Landstraße. Und das ist egal, ob man jetzt da wirklich Feuer macht, so wie ich das gerade mache, dass man hier wirklich schnell hochstiert. Das ist komplett egal, ob du dann entspannt hier hochrollst oder ob du ein bisschen Alarm machst, so wie ich das gerade mache, dass man hier so ein bisschen schneller hochschnurrt und wirklich die Kurven schön einbaut und mitnimmt. Diese Allradlenkung wird dir immer sehr viel Vertrauen geben. Die wird immer dafür sorgen, dass du dich extrem sicher fühlst auf der Straße und sie wird im Stadtverkehr für Handlichkeit sorgen und auf der Landstraße und auf der Autobahn für Ruhe, für Gediegenheit und für, boah, das ist so Wahnsinn, du lenkst ein, das Auto wird so um die Kurve so rumgefahren. Es fühlt sich auf der einen Seite passiv an, weil dir geholfen wird quasi und auf der anderen Seite sehr aktiv, weil es eben schneller und agiler funktioniert. Diese Allradlenkung wird dir einen Mehrwert bringen. Und die wird dir irgendwie ein Lächeln ins Gesicht zaubern, wenn du Bock hast auf Autos. Entspannt, Leute. Elektromobilität geht. Mit dem EQE geht es sogar sehr, sehr gut. Alter, Luxus, Komfort, Business, Design, alles am Start. Alles schick und schön. Für mich das absolut Faszinierendste ist, wie man mit diesem Auto so durch die Gegend schnurren kann. Du bist flott unterwegs. Das Ding ist komfortabel, liegt aber trotzdem sehr, sehr gut auf der Straße. Du bist leise, du bist entspannt, aber trotzdem zügig unterwegs. Hört sich für mich nach Business-Limousine an. Also, liebe Freunde, das war's. Ich lasse jetzt hier so ein bisschen noch
ein bisschen lasse ich jetzt hier noch die Reifen quietschen. Vielen lieben Dank fürs Zugucken. Das war's mal wieder. Schöne Grüße von eurem Matze. Tschüss. Fahren wir einmal hoch. Ich würde sagen, ja, ne? Macht man auch hier so am Feldberg. Drauf. Guck dir diese Fußmatte einmal an. Wir haben hier einen Keder, da eine Kettelung, zweifarbig handgenäht und dann hier diesen Stitch in Two-Tone. Extrem schwierig, die Farbe des Teppichs auch in Farbe der Dings zu treffen. Das kann fast keiner. Kann ich dir aber wirklich garantieren, dass das so ist. Ja. Boah, Alter, das Auto kann einfach nur alles.